Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Fallout. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Sind wir immer noch im Bumsmeer-Ding? Im blauen, im schwarzen Meer? Im orangen Meer? Im leuchtenden Meer heißt es, glaube ich. Sind wir da immer noch? Ich habe jetzt so lange nicht mehr Fallout, Far Cry, beides mit F. Ah, shit. Ah ja, ich weiß hier, wo wir sind. Da, wo die Todeskralle außenrum gerannt ist, ne? Oder? Ich glaube schon. Haben wir die schon genudelt? Ja, ne? Die haben wir schon, hoffentlich schon platt gemacht. Genau, ich habe gesagt, ich muss hier lang, oder? Aber da geht's nicht weiter, okay. Wir suchen... Ach, genau, wir suchen den einen Dödel. Todeskralle. Hallo? Todeskrällchen? Da gehen wir jetzt einfach wieder... Gehen wir jetzt einfach runter und... Dann natzen die. Warte mal. Ah, da umwechselt man die Waffen, alles klar. Gerade voll verpeilt. So. Ah, ist Strong. Doch keine Todeskralle mehr da? Wenn Strong noch alive ist, kann da eigentlich keiner mehr sein. Hallo? Was machen wir da? Was macht denn ihr auf Date? Auf der Etage, hä? Ist das jetzt ganz unten die Etage? Wie kommt man da? Ja. Ist das der Weg, der Zugang? Sieht so aus. Ja, das ist ein Zugang, natürlich. What the fuck? Die standen jetzt einfach alle darum. Und da kann man sich wieder hochfahren lassen. Okay. Oh. Oh. Ja, hallo. Können wir das hier aufmachen? Oh, das will ich doch offen. Oh nein. Nee, 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 nee. Jetzt aber nicht wieder hängen. Du verkackter Vogel, du hängst jetzt nicht hier an dem Scheißding. Oh. Nee. Direkt laden. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, mein Gott. Das ist echt bescheuert. Das Spiel muss doch irgendwie so eine Abtastung machen an gewissen Segmenten. Und dann muss es dann heißen, okay, Spieler hängt in dieser Hinsetzen-Animation. Kann nicht sein. Fehler. Und dann wird ausgeworfen. Oder halt automatisch irgendwas geladen. Nee, nicht automatisch was geladen, aber vielleicht die Animation abgebrochen und an dem Punkt zurück teleportiert, so einen halben Zentimeter, wo man eben davor war. Ist doch zum Brechen jedes Mal, diese Kacke. Also zum Glück habe ich ja eben erst gespeichert, das passt ja schon, ich speichere jetzt auch nochmal. Setz mich auf den Stuhl und gehe dann... Ah. So, Tür öffnen. Was ist da jetzt Schönes drin? Na, ich hoffe doch was Leckeres. So. Weiter geht's, wir wollen ja auch mit Fallout weiterkommen, nicht wahr? So. Und Sesam, öffne dich nicht. Naja, dann gehen wir jetzt wieder heim. So, sieht's nämlich aus. Da geht's raus. Und zickzack. Da vorne sind scheinbar noch zwei Gegner. Ah, ich weiß, was es war, glaube ich. Es waren, Skorpione oder so, die ich von weiter weg sehen konnte. Kann das sein? Da ist die Todeskralle. Was hat die so? Aha, nur Scheißdreck. Dann pirschen wir hier mal durch und finden noch dieses letzte Stück. Und zwar diese Fabrik da vorne. Oh. Kann ich einfach durch da unten? Ja, ne? Durch dieses Flussbett. Ah, sieht so aus. Was ist denn das da vorne? Dann so eine Art Lavasee oder was? Das sieht echt gar nicht gut aus. Ultra tödlich irgendwie. Und wir sind bei der gekenterten Fabrik. Das ist eine gekenterte Fabrik? Okay. Die untergegangen ist. Hello? Is it you, me, a looking foe? Moment. Was haben wir denn gerade an Granaten ausgerüstet? Wir haben Mollys ausgerüstet. Oha, haben wir fast alles verbraucht? Sehe ich das richtig? Ja. Granaten haben wir aber noch einige. Und die benutze ich doch auch so gern. Hallo. Oh, Leute. Bitteschön. Bye, bye. Kommt die auch... Oh, strong, Vorsicht. Sorry. Boah, er krippelt ihn einfach in diese... Oh! In die Treppe rein. Komm, Strong. Den down. Wow! Da krabbelt noch einer. Der ist auch... Sorry, Strong. Kannst ruhig wieder aufstehen. Kannst wieder aufstehen, nachdem ich dich niedergestreckt habe. Mit der Fede. Na, und so. Und so. Eine gekenterte Fabrik. So, so. Kentern können doch eigentlich nur Schiffe, oder? Oh, oh. Was wird da sein? Gegner! Sogar mit einem Sternchen. Ja, das tut Strong bestimmt sehr weh, wenn er dich... Oh, Strong, blockst du die kurz für mich?
So. Ich wollte eigentlich jetzt gerade diese kleinen Dinger in die Luft jagen. Warte mal. Batsch! Get out the Wii! Hier aus meiner Wii heraus. Bye bye. Oh. So. Da ist er weg. Eine Kettenklinge. Das Kammerjägers Kettenklinge. Wow. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Myolurks und Insekten. Naja, muss jetzt nicht zwingend sein, sowas. Okay, hier ist nichts mehr. Was ist mit dem anderen? Der da. Ah, sehr schön. Ein vergoldetes Sturmfeuer. Jawohl. Jawohl. Wir singen und sind froh. Da, 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 da. Red X und Red Away. Und unser Life füllt sich ja eh von alleine auf. So Stück für Stück. Durch unseren Skill. Na, komm. Ja. Geschafft. Okay, geschafft. Ich habe jetzt gerade eine dicke Aufnahmesession CSGO hinter mir. Und zwar habe ich einige Overwatches für euch aufgenommen am Stück. Also nicht am Stück, aber hintereinander. Und teste da auch gerade neue Aufnahmeverfahren. Beziehungsweise neue alte. So wie ich vor Jahren aufgenommen habe als Anfänger. Das versuche ich jetzt gerade wieder. Um zeitsparender zu arbeiten. Komm, ich drücke mir jetzt doch mal ein Stinkpack rein. Und es scheint doch ganz gut, hoppala, scheint doch ganz gut zu funktionieren. Naja. Und nach dieser Folge werde ich, glaube ich, auch nochmal eine Folge Dingens aufnehmen. Far Cry. Dass wir da auch nicht ins Stocken geraten. Ja, tut mir leid übrigens, dass Far Cry ins Stocken geraten, nicht Far Cry. Gott, Fallout. Ich werde es tausendmal versprechen. Vielleicht habe ich mich eben auch schon versprochen. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, dass Fallout ins Stocken geriet. Aber ich hatte dann mit privaten Problemchen zu kämpfen und konnte nicht diesen Upload, diese Aufnahmesession durchziehen, wie ich es eigentlich machen wollte. Und dann ging das einfach nicht. Wir waren schon bei Virgil. Wir waren schon direkt close bei ihm. Hatten wir jetzt nochmal vor, was abzulegen? Wie sieht's denn aus mit unserer Tragekraft? Wir können auch sehr viel tragen. Das Ding schmeiße ich direkt weg. Und den verkackten Billardkühe auch. So. Obwohl wir den ja eigentlich... Ah, eigentlich wollen wir den behalten, ne? Für... Naja. Wir gehen jetzt direkt... Wir porten uns jetzt mal hier runter. Hier hin. Verfallene Fabrik und gehen dann zu Virgil. Und machen die Mission endlich mal weiter. Ich glaube, wir waren jetzt schon 4 Folgen hier drin oder so. Und irgendwann ist das ja auch wieder gut, ne? Und den Stehwege machen wir jetzt zu Virgil. Der ist genau hinter uns. Ja, in dieser Höhle da hinten. So. Bauen wir mal die Lampe an. Die brauchen wir hier nicht. Hier ist es, glaube ich, strahlend genug. Wir gehen mal... Oh, läuft da oben irgendwas? Ne, ist nur ein Baum. Ist das jetzt eigentlich Öl? Keine Ahnung, das soll das Glas sein? Ist das vielleicht verglaster Boden? Der durch die Hitze eingeglast wurde? Aber irgendwie sind das Risse. Ne, sieht schon aus wie ein Ölfleck, ne? Naja. So, noch 90 Meter. Oder Schritte. Gleich sind wir da, Virgil, dude. Immer schön, ich drücke immer schön hier das Wetz an. Und hoffe... Dass jetzt hier nicht noch irgendwas Dickes auftaucht. Also die letzten paar Todeskrallen, die haben uns ja echt jedes Mal nicht mehr überrascht, aber ich habe jedes Mal gesagt, kommt da jetzt einfach eine Todeskralle und zack, schon war eine da. Ah, das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Okay, wartet. Vorsicht. So. Speichern. Und bye bye. Oha. Ultra Damage gemacht. Ey, schmeißt nur mit Scheiße nach mir. Ich geh zu ihr runter. Ich geh zu ihr runter. Das muss ein fairer Kampf sein, komm. Ich nutze jetzt richtig kaputt. Wo ist der? Bitch! Geht's jetzt hoch? Die denkt sich, ich geh zu ihm hoch. Ich geh zu ihm hoch. Das muss ein fairer Kampf sein. Also hier ist auf jeden Fall schon mal der Virgil hier drin. In der felsigen Höhle. Beziehungsweise hier geht die Quest hin. Boom. Komm. Jawoll. Gib ihr. Wow, nice. Okay, nice. Richtig Sieg. So, dann gehen wir mal weiter. Nachgeladen ist. Stand da eben schon Virgil? Oder was stand da? Ich meine, da stand irgendwas mit V. E. V. Oh. Entdeckung. Speichern. Brauche ich nicht. Die sind grün. Also nicht böse gesinnt. Ist er böse gesinnt? Wir sollen ja eh mit ihm sprechen. Oh, guck mal. Da. Ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na,
will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst. Keine Chance. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Virgil, laber nicht, Mann. Und warum wird es immer schon unterbrochen, dieser Text? Das nervt mich. Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Ich möchte Informationen haben. Du hast Informationen, die ich brauche. Das verrät mir immer noch nicht, wer zur Hölle du bist. Zeit für Erklärungen. Du fängst an. Die Brille. Ich komme vom Institut. Kannst du mir jetzt etwas über das Institut erzählen, ja, oder nicht? Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Nein, entspann dich. Ich hab mich drum gekümmert. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Er ist tot. Lüg mich nicht an. Das ist dem Wahrheit, mein Freund. Er ist tot, ob du es nun glaubst oder nicht. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das also packe. Hast du. Du hast ihn getötet. Ja. Was willst du nun von Gott, mir? Gott, warum wird das immer... Drücke ich hier... Ich drücke nichts. Ich drücke wirklich nichts. Und es ist immer so, als wenn ich es am Ende kurz wegdrücken würde. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort du kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich was nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Voll die... Schwingungen, Was kannst du mir über das Institut erzählen? Schwankungen? Ich muss da reinkommen. Ob ich? Machst du Witze? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Das ist wegen meinem Sohn? Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh. Oh nein, ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Virgil, was willst du haben? Erzähl doch mal. Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen... Zustand heilen sollte. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und schau mich an. Ich brauche Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was meinst du? Ja, Sichi. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung, in Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Einer, klar. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben er gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an. Ist der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ja, schon einige. Klar, jede Menge. Erzähl keinen Mist. Mehr als einen und du würdest jetzt nicht hier stehen. Was? Das sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind jener. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Das mache ich jedoch easy. Dann mal los. Sie haben doch schon welche gekillt, oder? Ich gehe. Nur sehr sicher. Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen.
Bin ich ja gewohnt, nicht wahr? Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, stelle nicht wahr? Es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein. Und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht drauf gehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Das hoffe ich auch, ne? So, abgeschlossen und direkt die neueste oder nächste Mission gestartet, ne? Oder? Doch nicht? Warum kannst du nicht so reden wie der Kollege hier von dir? Hallo, Schütze und diene weiter. So, dann gehen wir... Oh, oh. Bingo. Ach Gott, doch Gott. Ah, Bingo. Alter, ich hatte was vergessen. Und zwar, nochmal schon mal vielen Dank dafür. Krass, dass ihr so ultra gute Augen habt. Energiewaffen, wo ist dann? Okay. Und ich habe mir es gemerkt. Zum Glück habe ich so ein krasses Masterbrain. Ich habe mir es gemerkt, wo es war. Das muss man auch schon hervorheben. Das ist schon wirklich eine Kunst. Sowas, sich einfach merken zu können. Als kleiner Boy. Na? So. Und zwar, es war in irgendeiner Butze von denen hier. Gut, ich weiß nicht genau. Ich weiß halt nicht genau, wo die wohnen. Wisst ihr, was ich meine? Die Dödel. Krater, das... Die wohnen wahrscheinlich im Krater des Atoms, ne? Und zwar muss ich in dieses Haus, wo die Frau davor stand, und dann direkt hoch, und dann ist da so ein kleiner Tisch, wo auch noch ein Heftchen lag. Ich bin da einfach vorbeigelaufen und ihr seht das Zeug. Das ist echt Wahnsinn, wie ultra ihr hinguckt. Das ist, freut mich auch natürlich dermaßen, weil ich dann weiß, dass da viele am Start sind, die richtig gucken. So, ich meine, das war hier und dann links. Und dann, ja, da ist es. Ausgezeichnet. Unglaubliche Geschichten. Du verursachst 5% mehr Schaden gegen Ghule. Naja. Okay. Wir haben die Mission am Start. Begib dich zum Cid. Das machen wir jetzt auch. Aber zuallererst würde ich gerne dann doch nochmal hier nach Hause gehen. Nach hier oben. So. Dann uns von diesem ganzen ekligen Fallout befreien, der an uns dran haftet. Schön aufheilen. Das machen wir dann aber natürlich in einem Bettchen. Oh, ich hoffe, dass jetzt nicht jetzt ein Sturm weht oder so, zufällig. Wir kommen zu Hause an, da ist auch alles verstrahlt. Das wäre kacke. Ach ja, und haben wir eigentlich alle Siedlungen durchgearbeitet? Ich glaube schon. Ihr habt mir noch geschrieben, dass ich von jedem Laden mindestens einen in die Siedlung stellen soll. Damit das Cash fließen. Ist hier eigentlich auch ein Laden? Habe ich hier einen Laden? Nee. Okay. Ist da den ganzen Schrott abgelegt? Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwelche Waffen hatten. Ja, den Chemikalienanzug lege ich wieder weg, oder wie manche Leute sagen, den Chemikalienanzug. Und, waffentechnisch... War hier, glaube ich, gar nichts mehr. Nee, wir haben alles. Okay. Sehr gut. Es ist alles abgelegt. Können wir noch was verbessern? Wahrscheinlich nicht. Haben wir noch einen Skillpunkt? Nee, haben wir auch nicht. Okay. Ja, dann gehen wir einfach jetzt in dieses Citroën, ne? Wir können ganz nach den Werkstätten gucken, ob es irgendwo eine gibt, wo die Moral irgendwie ultra low ist. 40 habe ich gesehen, 40, 32. Ich sehe irgendwie am Echo Lake, aber die ist halt, die ist mir jetzt zu weit weg. Die ist drüben in Buxtehude auf der Insel, da habe ich jetzt keinen Bock. In jedem Runner steckt ein spezieller Chip, der entscheidend für die Rückkehr ins Institut ist. An einem solchen Chip zu kommen, ist der Schritt zur Infiltrierung des geheimnisvollen Instituts. Nee, war ja klar, natürlich, Institut müssen wir schon niederficken. Das machen wir jetzt auch. Und zwar easy. Der Chip sieht wirklich nicht gut aus, ne. Wo sitzt der? Direkt in der Rübe drin. Guckt da raus. Das sieht ja aus wie so ein Ding vom... Ihr wisst schon. Von dem einen. Was soll ich jetzt hier... Runner-Signal. Ich höre nichts. 13%? 13, es wird ja weniger, ne, gerade. 9? 11, 14, 17, dann gehen wir mal, 17,58, jetzt wollte ich mich doch heilen, Runner Line,
Ist hier etwa ein kleiner Runner? 31, wir kommen voll auf ihn zu. 36. Muss hier irgendwo sein. Hier ist noch so viel unentdeckt. Hä? Strong, das hat weh gemacht. Au. Kann ich hier rein? It's your boy. Hä, das war's? Ach, lass mich doch alle in Ruhe. Ich muss hier gerade jemanden jagen. Obwohl es scheinbar sogar richtig war. Ja, das war richtig. In die Richtung war es echt richtig, ne? Ja. Ach, Billardkill mitgenommen. Schlecht. Strong, geh mal da rein. So, Billardkill noch weg. Was? 55. Da-dam, dam, 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 dam. Shit, Strong, machst du bitte mal down, danke. 60. Schöne Tür. 63. 69. Da komme ich nicht vorbei. 73. 70. 77. Speichern. Bestimmt in dem Gebäude hier 83. Das ist das Einzige, was wir noch nicht entdeckt haben. 87, ja. 90. Höchstwahrscheinlich sind wir hier richtig, ne? Ja. Ich glaube, wir sind hier drin richtig. Gut, jetzt müssen wir es leider noch mal heilen, weil ich es jetzt komplett verhuddelt hatte. So, gab es noch was anderes zu essen? Aufbereitetes Wasser. Ist schon mal gut. Blähfliegenfleisch, weg damit. Hab ich gerade irgendwas genommen? Ne, ich hab einen Stealth-Ball weggeschmissen. Naja, komm, ich nehme halt ein Stinkpack und speichere richtig ab. Und dann sind wir hier auch bereit für den Runner. Und den ziehen wir jetzt noch dick ab. Also ich meine, oder ich könnte schwören, dass wir schon einige Runner genutzt haben. Bin mir jetzt ja doch ziemlich sicher eigentlich, dass wir verschiedenste Runner schon gekillt haben. Sind Runner, Institut-Runner? Ich weiß es nicht. Booyah-Shaka. Okay, es greift uns nichts direkt an. Ja gut, warum auch nicht? Komm, ich komme da nicht drüber. Ich bin zu klein und zu schwach. Ha, das ist nur Kartonskarte oder ein Munitionskistchen. Strong, ich hoffe, das bist du. Da ist Nuka Quantum. Hallo, Strongy Boy. Da bist du ja. Der Runner ist im ersten Stock. Sofort töten. Schicke Verstärkung in die Lobby, falls sich da noch mehr herumtreiben. Was? Was geht? Was ist. Was? Gott! Ey, was? Was geht denn hier ab? Gunner, Runner, Männe, Penne. So. Also scheinbar killen die sich gegenseitig. Hier sind einfach Gunner am Start. Ey, krass. Es fahren auf einmal irgendwelche Dinger runter, irgendwelche Fenster. Das war wieder nicht geplant. Das auch nicht. Umbringen! Peng! Boah, krass, die bekämpfen sich hier. Hier sind Gunner auf Runner getroffen. Und dem wurden die Beine einfach entfernt. Bittere Pille, wenn sowas einfach so passiert, praktisch im Spaß. Das ist haarig. Aber naja, kann man nichts machen. Nee, ich will jetzt das nachtaktive Kacke weg. Ich gar nicht. Oh mein Gott, wie kann man nur so oft daneben schießen? Das hat auch Profi, sowas. Das kann nicht jeder. So. Ja, Strong, mach doch mal. Hast du da? Oh, du hast ihn schon gekillt. Der Runner ist jetzt im zweiten Stock. Zweiter Eindringling im Ostflügel beim Hof gesichert. Hallo. Guten schön. Oh je. Boah. Niedergeschlagen. Gleich sind wir auf Level Up. Und dann können wir endgültig in das skillen, was uns noch gefehlt hat. Ich glaube, das war... Mademoiselle. Wie unangenehm ist das denn? Ich krieg das scheiß Vollkriegsgeld nicht. Aha. Und bye bye. Oh, der Strong. Nice, Strong. Da freut er sich. Ja, würde mich auch freuen, klar. Das war schön. Das war schön. Häuser und Gänge verbarrikadieren, falls noch nicht geschehen. Okay. Ja, macht das lieber mal. Sonst komme ich euch holen. Da oben ist jemand. Geräusch?
Ja, da war ein Geräusch. Mach den doch mal down, Strong. Du bist beeindruckt, echt? Von einem, den du einfach umgeschlagen hast? Oh, fuck. Alles wackelt, Leute. Alles wackelt. Wir gucken uns hier mal um. Was kann man... Obala, hier drin schalten. Das war schon mal dumm. Paint. Aha. Aways. Aha. Stop. Ach, sorry, ich guck gerade... Sperre einleiten. Oh, no. Wo habe ich jetzt den letzten Speicherpunkt? Unten. Nee. 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 Das wird das erste Terminal sein, das wir nicht... Ach, so kacke. Auf das wir einfach scheißen. Wow. Oh mein Gott. Hier ist einer irgendwie eingepackt. Oh mein Gott. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Die sind alle schon down. Die sind alle schon tot. Der Runner ist echt krass. Vielleicht wird das gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ha, I don't know that. Schön. Lecker. Da rastet er aus. Braline docken. Oh, lecker Braline. Wo du hin? Zack. Zack. Ich dich finden. Vier Granaten. Oh. Oh. Vier Splitterminen. Einfach da oben auf dem Tisch. So. Der eine Schild, der Ultra, der da. Der auch. Du komm raus. Komm raus aus. Also, das scheint hier so low zu sein, ne? Also, wir haben mit der Mission noch echt lange gewartet, aber ich hoffe, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass dieser Gunner-Runner, dass der schon eine gewisse Schwere in sich hält, oder? Dass ich den nicht so einfach umpusten kann wie die... Oh mein Gott. Wie die Fürze hier. Den hast du komplett zerlegt, nein. Strong trampelt darum. Es gibt auch keine Durchsagen mehr auf einmal. Vielleicht lebt der gar nicht mehr. Der Durchsagende, der Gunner oder Runner ist auf der und der Etage. Mensch, ist wohl weg. Ja. Gunner waren irgendwie mal... Oh, ich dachte, da wäre eine Falle. Gunner waren mal die Stärksten, oder? Ah, ich glaube, da können wir einfach nur die Geschütze ausschalten. So, 60. Okay, Plush. Aha. Bin drin. Ah, Turmsteuerung deaktivieren. Jetzt haben wir schon mal etwas leichteres Spiel. Ja, Stronghause kaputt. Hallo Äffchen. Plasmakartusche. Plasmakartusche und Kreide. Ach Gott, wie gern ich Kreide esse. Oh, Patronen. Zwischendrin, zwischen den Kisten. Eine Leiche. Naja, irgendwie so ein dummer Schlagring aufgehoben. Ich muss natürlich eine Chance, Angriffe beim erfolgreichen Blocken zu entwaffnen. Ach komm, wir nehmen den halt jetzt mal mit. Vielleicht ist das eine ganz lustige Sache, aber vielleicht haue ich ihn beim nächsten Mal auch direkt wieder weg, sobald ich dran denke. Rakete, mal wieder ein Stealth-Boy gefunden. Da können wir auch wieder die Hälfte ablegen. Wir haben bestimmt wieder 5 dabei oder so. Ah ja, gut, jetzt sind wir hier. Okay. Jetzt können wir hier direkt drüber gehen. Wir haben hier alles frei gemacht. Oh Gott. Oh, der mich jetzt erschreckt. Der Fockel. Alles ist am eskalieren. Jetzt sind alle ruhig. Wo schießt der denn? Alle sofort nach ganz oben. Das ist alles fehlen. Oh oh. Der macht alle down. Der ist ja krasser als wir. Oder ähnlich krass. Wir fisten jetzt ja gleich. Wow. Wir fisten jetzt ja gleich. Jetzt gehen wir mal ganz hoch. Jetzt bin ich gespannt. Ich speichere ja nochmal richtig, weil ich denke, es könnte. Ich hoffe, dass es ein schwieriger Fight wird. Aber es könnte auch passieren, dass es ein Lowbob-Fight wird. Könnte echt passieren. Weil wir diese Mission so lange ausgezögert haben. Aha. Oh, hallo. Die wären uns jetzt um die Ohren geflogen, die Granate. Die Granate. Was zum... Bitteschön. Aha. Das Geräusch. Einfach geplatzt. Vor lauter Verschreckung. Komm. Ja. 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 Jetzt haben wir... Ja, Level up. Wuhu. Komm mit. Strongy Boy. Was ist hier? Ein Versteck. Und der Runner ist jetzt einfach hier oben drin, hinter dieser anderen Tür. Ha. Cool. Cool. Oh, lecker.
Ja, der ist echt schwierig. Der Ort ist sehr schwierig. Ich denke, den PC könnten wir uns sparen, weil der PC sicherlich einfach nur das hier ihr wisst schon, schiebt, aber das ist komplett das falsche Wort. Ich habe schon einen Wortschwund, weil ich so schon wieder so lange wach bin, verdammt nochmal. Steuert. Cells, okay. Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Das könnte es sein. Okay, Joints. Das hier könnte... Nee. Nee. Okay, das war wirklich nicht... Scheinwerfersteuerung. Ich lasse einfach alles an. Schaltquadrat und so weiter. Kann ruhig alles anbleiben. Ich will die volle Action. Ah, die Frau noch. Die irgendwie ihr Beinchen, beide Beine verloren hat. Holla. Bist du der Gunner Runner? Danke, dass du mal stirbst. So. Oh, da oben geht's schon ab. Jetzt rasten wir aus. Wo war denn der Mannequin? Der war direkt vor uns noch auf der... Ach, schon wieder abgeschlossen. Müsst ihr hier echt alles abschließen? Das ist nicht gut. Geschafft. Geschafft. Schlagen tot. Ja, schlagst du tot. Der ist schon echt grob. Will dich finden und schlagen tot. Hm. Strong, da bin ich einfach zu krass. Au. Strong, er ist irgendwie geplatzt und da guckt jemand einfach ganz frech. Das waren doch mindestens zwei Headshots. So, hallo. Erstmal voll daneben gebratzt. Nice, pretty nice. So, Strong, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl zum Runner. Let's go. Die Folge hat wieder ein bisschen Überlänge. Ich weiß, da freut ihr euch. So. Bing. Let's go. Ein Meisterterminal. Okay, Monitoring. Wir drücken mal durch. Einfach nochmal. Bin durch. Da kann man sich echt ganz gut random einfach durchklicken. Wobei es natürlich sinnvoller ist, das richtig zu machen. Was hat denn das jetzt bitte schon gebracht, hier drin zu stehen? Verarschte mich gerade? Diese zwei Kartuschen, die da lagen, wow. Na, zum Glück haben wir uns die jetzt geholt. Ohne die wären wir, glaube ich, aufgeschmissen, oder? Ja, ja. Ich wüsste gar nicht, was wir jetzt ohne die Teile machen würden. Neues Terminal. Okay. Wir drücken uns einfach mal wieder durch. Und ein zweites Mal. Shit, da hat man sogar einen Dreier dabei. So. Streets. Das hier könnte es sein. Wahrscheinlich ist es hinten ein S. Oder auch nicht. Möglich, ja. Traders. Das hier könnte es... Jawoll, Apollo, Tür öffnen. Sein zu menschlich. Mantens. Fusions- oder waren das Fusionskerne, die da rumlagen eben? Dann ist es ja noch mittelmäßig verständlich, dass es halt so ein bisschen geschützt war, aber so richtig volle Pulle. Nee, 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 nee. Macht doch gar keinen Sinn. So, kann ich jetzt bitte den verkackten Runner sehen? Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte, nein! Er sollte mir nur das Passwort nennen. Okay, irgendwie. Irgendwie killt er da drüben die Leute, der Z2. Dann. Ja. Wie schön. Ja, also Sicherheitstür öffnen. Ja, ja, schnell, 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 schnell. Go, go, Rangers. Ich glaube, es gibt noch einen Skill, dass man diese Teile ja nie sperren lassen kann. Was ist jetzt aufgegangen? Lass
mich nachdenken. Was haben wir denn jetzt bitte schon gerade eben geöffnet? Sense, Crane. Ja. Also. Tür öffnen. Oder muss ich beide zwingend hacken, damit es funktioniert? Wir schauen mal. Komm dort rein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hä? Hat mir das Passwort. Hey, hat gar nichts gebracht. Naja. Aber wir haben das Mädchen geschnappt. Wir wollen nur eine kleine Entschuldigung. Mit keiner Verhandlungslage. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Die Zeit läuft ab. Nein, nein, nicht mehr machen. Sag mal, wo, verdammt nochmal, wo bin ich hier? Wo ist der? Jetzt erzählt er nicht mehr. Okay, das könnte sein, das hat er uns gerade angesprochen. Ja. Bist du wegen der Synth hier? Ja. Ja, ich bin hier, um der Synth zu helfen. Und du glaubst, dass ich sie dir überlasse? Du bist mir gefolgt. Was willst du wirklich? Ja. Wer ist es? Und wer ist überhaupt dieses flüchtiges Institutseigentum? Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen. Aber du wirst sterben. Aber du wirst sterben. Er macht sich unsichtbar. Critical. Boah, das ist ein Arsch. Strong haut mir gleich in den Hinterkopf. Strong, strong, strong. Chill. Strong weiß zum Glück genau, wo er steht. Okay, der gibt mir schon so ein bisschen. Also er drückt schon rein, ne? Der Kerl. Er drückt auf jeden Fall rein. Wir nehmen jetzt ein Stinkpack und ein Jet. Now he's down like a bitch. Oh Gott, kann ich bitte... Alles klar, es war wie immer... Oh, es war wie immer gar nicht so wichtig. Stealth Boy nehmen wir auch mit. Der hat hier einfach irgendwelche Gunner umgebracht. Da ist noch einer. Da ist eine Tür, die man sicherlich gleich noch öffnen kann. Ich mache das auch gleich, keine Sorge. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Okay. Tür aufschließen. Ist aufgeschlossen. Hier kommen wir direkt raus nach Cambridge. Ich will noch ganz kurz zum Abschluss einfach das hier unten noch fertig machen. Oh. Sehr gut, ein Passwort. Der Aufzug ist nicht in Betrieb. Kommen wir mit dem Passwort hier rein? Ja, kommen wir. Sehr schön. Aufzug einschalten. Und die Sicherheitstürensteuerung Tür öffnen. Jetzt bin ich gespannt, was da hinten dran ist. Muss schon noch irgendwas Cooles da sein, oder? Ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen. K1. Hallo? Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Ja klar. Ich tu dir nichts. Versprochen. Ich hab wohl keine andere Wahl. Oder? Du hast das Passwort ja schon gefunden. Verschaff dir Zugang zum Terminal und mach die Tür auf. Jetzt ist er offen. Hallo. Grill, komm raus. Hallo. Ich danke Hallo. Dir. Mir fehlen die Worte. Gern geschehen. Du brauchst nichts sagen. Gern geschehen. Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet... Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Okay, bye bye. Gut. Dann können wir uns das eigentlich gleich verziehen. Wir haben die Tür da oben ja schon geknackt. Das heißt, da können wir dann rausgehen durch diese Tür. Da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.